Was denn? Hat der Alte doch noch mal seine Meinung geändert? Oder warum sitzt du immer noch auf den billigen Plätzen? Was ärgert dich eigentlich mehr, Ansgar? Dass es doch noch zum Vertragsabschluss mit dem Scheich gekommen ist? Oder dass mein Mann in Zukunft Gremiumsvorsitzender sein wird? Aber liebste Tanja, was sollte mir denn daran missfallen? Unser Unternehmen hat einen Millioneninvestor gewonnen und ich habe das Vergnügen, deinem Mann beim Scheitern zuzusehen. Interessant, wo der Name im Lexikon als Definition für gescheitert steht. Ach du je, das ist einer dieser öden Abende mit billigen Sprüchen. Ah, schön, ihr seid schon alle da. Noch mehr so gute Nachrichten ertrage ich nicht. Ich möchte euch bitten, euch den morgigen Vormittag freizuhalten. Scheich Kamar möchte sich von uns verabschieden und ich habe ihn zum Brunch eingeladen. Muss ich da dabei sein? Also, so wie ich ihn verstanden habe, möchte er die gesamte Familie kennenlernen. Und wen beinhaltet das genau? Alle Lahnsteins und ihre Lebenspartner. Ja, dann musst du noch einen Tag länger die brave Ehefrau spielen. Kriegst du das hin? Wahr. Mir ist gerade der Appetit vergangen. Dann kann ich ja Marlene einladen. Wird vielleicht doch noch ein ganz interessanter Abend. Natürlich, Sie können sich die Bar jederzeit anschauen. Mhm. Ja, das Bahnhof ist noch zu verkaufen. Die Interessenten stehen natürlich Schlange, aber weil Sie so sympathisch klingen, setze ich Sie ganz oben auf die Liste. Wenn Ihnen das Bahnhof gefällt, übernimmt das schon nächste Woche. Bitte? Ja, ich check das mal kurz in meinem Kalender. Oh, es muss ja Glückstag sein. Ich kann morgen freischaufeln. Kein Problem. Das Bahnhof ist nicht zu verkaufen. Bitte was? Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, es ist nur super laut im Büro. Hallo? Ja, sind Sie noch dran? Ja, super. Mein Mann ist nicht auf dem neuesten Stand. Das Bahnhof ist gar nicht zu verkaufen. Aber danke für Ihr Interesse. Ja, tschüss. Bitte, was soll das? Hast du doch gehört? Wir verkaufen das Bahnhof nicht. Bist du wahnsinnig? Das war der einzige Interessent. Ich muss den zurückrufen. Gib bitte das Telefon. Gib mir das Telefon. Nein. Ich sag's nicht noch mal. Gib mir jetzt das Nein. Ding hier. Papa, du hast noch gar nicht meine Frage beantwortet. Darf ich jetzt Marlene mitbringen oder nicht? Also ich finde, das ist eine ganz hervorragende Idee. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, mit seinem abnormen Lebenswandel gleich zwei Menschen gleichzeitig vor den Kopf zu stoßen? Ja, das kann Rebecca mitbringen, wen sie will. Ihr entschuldigt mich. Ups. Da ist wohl doch noch jemandem der Appetit vergangen. Halt die Klappe, Ansgar. Ich muss Ansgar leider recht geben. Was? Dann mache ich aber wohl das falsch. Scheich Kamar legt großen Wert auf Kultur und Tradition, auf seine Kultur und seine Tradition. Ich könnte mir vorstellen, dass er so seine Schwierigkeiten mit der Vorstellung hat, dass zwei Frauen sich lieben und offen zusammen leben. Sebastian, deswegen wird er wohl kaum vom Vertrag zurücktreten. Er geht aber zumindest davon aus, in eine traditionsreiche und eher konservative Familien zu investieren. Und wenn er jetzt vorgeführt bekommt, wie liberal das Leben mancher Lahnsteins aussieht, dann könnte ihn das irritieren. Was schlägst du vor? Dass wir einen möglichen Konflikt vermeiden und Rebecca alleine zum Brunch erscheint. Es tut mir leid, es geht hier um ein Millionengeschäft. Also wir alle respektieren Scheich Kamar, seine Kultur und die Werte, die sie vertritt. Im Gegenzug erwarte ich auch, dass er die Werte unserer Familie respektiert. Wenn Rebecca es möchte, wird Marlene mit eingeladen. Tja, da ist sie. Die dümmliche Sentimentalität des Alters. In dieser Familie soll jeder lieben, leben und auf seine Weise glücklich sein. Wenn jemand ein Geschäft davon abhängig macht, verzichte ich. Hört. Cool. Ist die Bedienungsanleitung auch dabei? Ach, das Ding erklärt sich eigentlich von allein. Ja, toll, dann bin ich in Florenz und habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Technik ist nicht gerade mein Freund, Leo. Keine Sorge, ist drin. Ja, super. Oh Mann, ich würde so gern mitkommen. Tja, dann musst du aber noch mal zur Schule gehen. So wichtig ist es mir dann doch nicht. Aber ich werde ganz doll an dich denken, wenn ich morgen im LCL wieder schuften muss. Also, viel Spaß. Ach. Und lass dich nicht von irgendwelchen Italienern wegschnappen. Nee, ich komm schon heil wieder. Ich muss noch was erledigen. Tschüssi, ciao, mach's gut. Hey Kim, Emir hat mir gesagt, dass ich dich hier finde. Ach, warum hast du mich gesucht?
Naja, weil ich würde gerne mit dir reden. Ja, Emil hat mir gesagt, dass ihr euch gestritten habt. Hat er dich zu mir geschickt? Nee, das war meine Idee. Und? Pass auf, Kim. Emil macht sich wirklich einen Kopf, wie er aus diesem ganzen Schlamassel rauskommt, aber er braucht dafür deine Unterstützung. Timo, das habe ich ihm angeboten. Denkst du immer noch, dass er die Bar halten kann? Ja. Irgendwie werde ich schon an das Geld kommen. Und wie? Ich habe gedacht, ich krieg keinen Kredit mehr. Tja, es gibt andere Wege. An was denkst du? Ich muss packen. Ach, warte mal ganz kurz. Hm? Das ist doch meins. Wo ist denn das? Ich hab das schon gesucht. Da ist nämlich auf der ersten Seite. Ah. Wir haben ihre Tochter entführt, keine Polizei. Sieh mal, Kim, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich hab gedacht, ich hab dich von diesem bescheuerten Plan weggebracht. Deine eigene Entführung vortäuschen. Alles haargenau durchgeplant. Es kann nicht schiefgehen. Kim, alles kann schiefgehen. Kannst du dich vielleicht noch an die Entführung von Tanja von Lahnstein erinnern? Ja, aber ich entführe ja keinen. Ich täusche das doch nur vor. Es kommt niemand zu Schaden. Du wirst auffliegen, Kim. Werde ich nicht. Ansgar zahlt das Lösegeld. Damit retten wir die Bar. Das ist nur fair. Er ist daran schuld, dass wir das Bar nur schließen mussten. Und wie willst du erklären, wo auf einmal die ganze Kohle herkommt? Ein anonymer Spender. Ein anonymer Spender? Ja. Ist eine super Idee, Kim. Das ist eine super Idee und simpel. Ansgar wird denken, ich bin in Florenz. Dabei tauche ich für ein paar Tage in einem Hotel unter. Er bekommt eine anonyme Lösegeldforderung mit einem Video. Er wird denken, ich werde in einem Kellerloch festgehalten. Und weil er mich liebt, zahlt er. Das ist der bescheuertste Plan, von dem ich jemals gehört habe. Hallo, es geht hier um Emilios Zukunft. Mein Mann, dein bester Freund. Findest du wirklich, dass er alles aufgibt wegen ein paar tausend Euro? Nein, natürlich nicht. Aber die blöde Bar, die macht einfach seit Wochen nur noch Ärger. Tja, bald nicht mehr. Kim, hör, ey, ich mach da nicht mit, vergiss es. Ach, und was willst du machen? Mich verraten? Fahr mal wieder in letzter Minute davon. Und was alles gewünscht wird. Lamm mit Minze und das alles zum Frühstück. Deftiger Schweinebraten wäre mir auch lieber. War ein Witz. Ich habe auch gelacht, innerlich. Wenn Sie damit fertig sind, können Sie mir sicherlich erklären, warum der Single Malt in meiner Suite schon wieder alle ist. Wahrscheinlich, weil sie ihn getrunken haben. Falsche Antwort, Linse. Für Ihren Whisky bin ich nicht zuständig. Schon wieder falsche Antwort. Und jetzt ab dafür, und zwar pronto. Was sind Sie wieder freundlich heute? Und falls das mit dem Whisky heute noch was wird, kannst du gern einen Schluck davon abhaben. Ich glaube, du kannst es gebrauchen. Es ist ja auch nicht leicht, muss ich das mal vorstellen. Da kommt die eigene Schwester Arm in Arm mit der Frau, die man eigentlich selbst gern heiraten wollte. Und das alles auch noch mit dem Segen des eigenen Vaters. Oh, das lebt. Was willst du, Ansgar? Nichts. Ich mache mir nur Sorgen um deine emotionale Verfasstheit. Meine emotionale Verfasstheit, die geht dir nichts an. Doch, die geht mich eine ganze Menge an. Wenn es um so einen wichtigen Kunden wie Scheich Kamar geht. Halt einfach deine Klappe. Ihren Whisky. Ah, wer sagt's denn? Scheint morgen nicht nur für Sie ein ganz interessanter Tag zu werden. Was für ein entzückender Morgen. Ich hätte zwar nicht deiner Ex, aber immerhin deiner Schwester ein bisschen mehr Stil zugetraut. Scheich Kamar, wir sind erfreut, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Darf ich vorstellen, meine Frau? Sehr erfreut. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Ich freue mich sehr, den Rest Ihrer großen Familie kennenzulernen. Oh, wir hatten schon bereits das Vergnügen. Allerdings hatten Sie mir Ihre bezaubernde Gattin noch nicht vorgestellt. Weil ich mir das Beste immer bis zum Schluss aufhebe. Scheich Kamar, Tanja, meine Frau. Freut mich. Ich hoffe, Ihnen hat meine Krawatte gefallen. Oh, natürlich. Ich freue mich auf eine passende Gelegenheit, um sie zu tragen. Ich hebe nämlich auch das Beste immer bis zum Schluss auf. Mein Sohn Hagen, seine Frau Dana. Hallo, sehr angenehm. Freut mich, Sie persönlich kennenzulernen. Meine Tochter Rebecca. Scheich Kamar. Sehr angenehm.
Graf Landstein? Sie sind mit wunderschönen Töchtern gesegnet. Marlene ist nicht meine Tochter, sie ist Rebekkas Begleitung. Okay, dann sehen Sie eine Freundin. Nein, meine Partnerin. Okay. Sie gehört zu Ihnen. Ja. Eine wunderschöne Frau. Ich weiß. Wenn Sie sie nicht mehr wollen, kaufe ich sie Ihnen ab. Sagen wir mal 15 Kamele. Nicht unter 40. Nicht unter 40. Der war gut, der war gut. Na, tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Oh, Freunde, habt ihr immer noch Stress miteinander? Herr Sanchez zieht es vor, zu schweigen. Herr Sanchez würde ja was sagen, wenn Frau Wolf sich endlich mal ernsthaft entschuldigen würde. Wofür möchte Herr Sanchez denn eine Entschuldigung? Zum Beispiel dafür, dass du mein Handy im Glas versenkt hast? Ach, bitte. Entschuldige. Ja, und dafür, dass du meinen einzigen Kaufinteressenten vergrault hast? Ah, du findest schon neun. Du hast es ja ziemlich eilig, deinen Traum unter den Hammer zu bringen. Genau, mein Traum. 10.000 Euro Schulden, keine Einkünfte und eine idiotische Frau. Was? Ja. Ich dachte, du wärst ein Typ, der für seine Ideen kämpft und nicht bei jeder Krise aufgibt und rumjammert. Klappt. Freunde, könnt ihr bitte mit dem ganzen Kinderspiel mal bitte aufhören? Nein, können wir nicht. Wir sind nämlich noch lange nicht fertig. Weißt du, ich habe wirklich versucht, dir zu helfen und alles dafür getan, dass wir aus dieser Krise wieder rauskommen. Aber du bist einfach ein blöder Sturkopf. Ah. Gut, dass ich noch da bin. Mama sagt, dass sie euch hier verabschiedet. Hast du den Reiseführer vergessen? Florenz, Siena, Toskana, alles drin. Danke. Rufst du an, wenn ihr da seid? Papa, könnt ihr endlich mal aufhören, euch Sorgen zu machen? Ich bin kein kleines Kind mehr. Oh doch, das bist du. Ihr werdet doch damit klarkommen, dass ich mich nicht alle 5 Minuten melde und euch sage, dass es mir gut geht, oder? Ich muss los. Jetzt los. Gute Reise. Sie hat sich nicht mal verabschiedet. Das ist ihr jetzt auch nicht gerade leicht gemacht. Jetzt mal, spinnst du? Ich versuche gerade meinen Arsch zu retten und da kann ich ja wohl ein bisschen Unterstützung von meiner Frau verlangen. Sie hat dich doch unterstützt. Beim Kauf und beim Aufbau vom Bahnhof. Sie will einfach nicht, dass es vorbei ist. Das klingt ja fast so, als würdest du sie dafür bewundern. Naja, zumindest ist sie relativ hartnäckig, wenn es darum geht, Sachen nicht aufzugeben. Ja, du, das bin ich auch. Aber ich kapiere, wenn ein Kampf verloren ist. Und er ist mehr als nur verloren. Ganz gut, dass ihr ein paar Tage Pause voneinander habt. Ja, zumindest kann ich dann in Ruhe den Verkauf der Bar abwickeln. Am besten mache ich das noch, bevor sie wiederkommt. Das ist wahrscheinlich das Beste. Nicht, dass sie auch noch irgendwelche dummen Ideen kommt, ja, wie sie das Bahnhof retten kann. So zu trauen ist ja alles. Bitte, Ansgar.
Mach, was sie verlangen. Sonst tun sie mir weh. Hallo?